Für den Inhalt der Spots sind die Parteien verantwortlich. Während der Deutsche Bundestag über die Milliardenhilfen für Griechenland debattiert, ist einer offenbar richtig gelangweilt. Ausgerechnet unser Finanzminister Wolfgang Schäuble wurde dabei erwischt, wie er sich auf seinem Computer mit Rätselspielchen beschäftigt. Es sollen, wie früher bei Griechenland und dem EFSF, vorgeblich nur Staaten gerettet werden. Aber die tatsächlichen Nutznießer sind notleidende Finanzinstitute. Mehr noch. Derselbe irrsinnige Spekulationszirkus, der zur Finanzkrise geführt hat, sollen mit Staatsgeldern betrieben werden. Der ESM soll sich nämlich in sogenannten Anleiheoperationen engagieren. Das heißt, er wird auf den Märkten mit Wertpapieren aller Art handeln, auch mit denen, die, Zitat, Banken, Finanzinstitute oder sonstige Personen und Institutionen loswerden wollen. So wird der ESM zu einem Hedgefonds der Superlative. Seine Aktivitäten werden von allen Staaten der Eurozone subventioniert und abgesichert. Und wer bestimmt die Vorgehensweise und das Risikomanagement dieses staatlichen Hedgefonds? Die Direktorin des ESM unter sich. Im Hinblick darauf, dass die Aufnahmefähigkeit eines Teils der Mitglieder des Hauses offenbar nachhaltig eingeschränkt ist. Herr Präsident, meine Damen und Herren, im Hinblick auf die fortgeschrittene Zeit will ich mich auf drei Bemerkungen. Jegliche Gewährung von Geldern ist an Bedingungen sogenannter wirtschaftlicher Anpassung gebunden. Eine tödliche Formel aus Sparpolitik, Privatisierung und Liberalisierung, die den Zerfall der Volkswirtschaft noch weiter beschleunigen. Im europäischen Haus bauen und das zentrale Ziel, auf das wir alle hinwirken müssen, sind für mich die Vereinigten. Will der ESM an ein Land Rettungsgelder vergeben, tritt automatisch die EU-Kommission auf, um zusammen mit EZB und IWF dem Empfängerland diese Maßnahmen vorzuschreiben. In Griechenland und Italien wurden zur Durchsetzung solcher Anpassungsmaßnahmen ganze Regierungen ersetzt und die Technokraten Monti und Papademos als Aufseher an die Macht gehievt. Wir erleben, dass in Griechenland und in Italien Banker die Regierung übernehmen. Das ist jetzt nicht gerade ein Gewinn für uns, wenn ich das mal sagen darf. Und außerdem haben wir uns übrigens dran gewöhnt, ohne Widerspruch, dass es in Europa einen hochgeachteten Mann gibt, der eigentlich der Schutzpatron einer Steueroase und einer Steuerhinterziehungsmafia ist, der sich immer als Ministerpräsident von Luxemburg ansprechen lässt. Seltsamerweise, nicht wahr? Juncker, ein sehr schöner Name. So, jetzt aber, nach dieser miesepetrigen Zwischenbemerkung, möchte ich Alternativen aufzeigen zu dieser angeblichen Alternativlosigkeit. Ich gehe da zurück in die Geschichte, das kann ich mir in meinem Alter erlauben. Wir gehen zunächst zurück ins Jahr 1637. Jeder kennt die Tulpenzwiebel-Spekulationsblase, die damals geplatzt ist. Damals, wissen wir alle, platzte diese Blase. Die Pointe und das Happy End dieser geplatzten Tulpenzwiebelblase, das kennen die wenigsten. Das möchte ich aber kurz vortragen. Als das Ding geplatzt ist, sind wie üblich sämtliche Spekulanten, Banker, Gläubiger, Aktionäre zur damaligen Regierung gerannt und haben gefordert, Steuergelder müssen sofort verteilt werden, sonst bricht in ganz Mitteleuropa, nicht nur in dem, was wir heute Holland nennen, Wirtschaft und das soziale Gemeinwesen zusammen. Die damalige Regierung war so erschrocken, dass sie sich 24 Stunden Bedenkzeit erbeten hat. Und daraufhin wurde folgende Regierungserklärung verlesen. Ich zitiere. Die Tulpenzwiebelspekulationen sind in einer Art Fieber zustande gekommen, also im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit. Bei Spielsucht ist aber nicht der Staat zuständig, sondern nur der Arzt. Ende der Regierungserklärung. Wenn immer behauptet wird, es wäre alternativlos, es gäbe kein Vorbild für diese Situation. Das ist eine dreiste Lüge, eine Sacklüge. Es hat vor 80 Jahren eine weltumfassende Wirtschafts- und Finanzkrise gegeben, die sehr gut dokumentiert und analysiert worden ist. Damals gab es sehr unterschiedliche Reaktionsweisen auf den Ländern dieser Erde. Die Krise ging übrigens auch nicht zwei, drei Jahre, sondern von 1928 bis Mitte der 30er Jahre. Im März 1933 ging ein außergewöhnlicher Ruck durch Deutschland. Hitler hat die demokratischen Grundrechte abgeschafft, übrigens mit einem Gesetz, das wir alle Ermächtigungsgesetz nennen, aber in Wirklichkeit hieß es Gesetz zur Beseitigung von Not und Elend im deutschen Volk.
Es war gedacht als Antwort der Nationalsozialisten auf die Wirtschafts- und Finanzkrise. Ich lege Wert darauf, dass das bürgerliche Lager, das ja in systemischen Krisen so gut Bescheid weiß, wie man alternativlos das Richtige tut, dass die damals ihre Hand gehoben haben für die Abschaffung der demokratischen Grundrechte. Und wisst ihr auch, wie die Nationalsozialisten das geschafft haben? Hitler hat ihnen einen Judaslohn gezahlt, der so jämmerlich war, dass man es nicht glauben mag. Er hat dem Bürgerlichen versprochen, dass Amt und Funktion des Reichspräsidenten Hindenburg erhalten bleibt, wenn sie bis zustimmen, dass die demokratischen Grundrechte abgeschafft werden. Und sie haben es getan, alternativlos, in einer systemischen Krise, als sich Hochfinanz- und Schwerindustrie einen rechtsradikalen Schläger geleistet haben, um dieser Weltkrise entgegenzutreten. Da ist in einem anderen Land dieser Erde etwas ganz anderes passiert. 5 Tage, bevor Hitler hier die demokratischen Grundrechte außer Kraft gesetzt hat. 5 Tage davor hat der amerikanische Präsident Roosevelt das Gegenteil getan. Er hat in den USA, im kapitalistischsten Land der Erde, ein 650 Seiten schweres Gesetzeswerk in Kraft gesetzt, den sogenannten New Deal Act. In einem Land, die USA, die damals in einer sehr schweren Krise waren. 4 Jahre Rezession, Massenarbeitslosigkeit, Zusammenbruch des Bildungssystems, Zusammenbruch der Mittelschicht und ihre Verarmung. Das Land war ausgeplündert von Superreichen. Also etwa so wie heute. Nicht wahr? Eine Generation später war Amerika ein blühendes Land. Es hatte eine prosperierende Mittelschicht, keine Arbeitslosenquote, die den Namen verdiente, einen Mindestlohn, aber der den Namen verdiente. Es hatte Universitäten, Straßen, Schulen, die ihresgleichen damals gesucht haben. Wie hat er das gemacht, Herr Roosevelt? Durch eine systematische Verringerung des Abstandes zwischen Arm und Reich. Er hat die Einkommenssteuersätze auf 78% hochgetrieben. Er hat die Erbschaftssteuer auf 48% hochgetrieben. Und als das Geld noch nicht reichte, mussten die Reichen zwangsweise ihr Gold beim Staat abliefern. Und dann hat dieses Land seinen Frieden gefunden über eine ganze Generation. Einen der wichtigsten Sätze von Roosevelt im damaligen Wahlkampf 1936, als ihm alle politischen Auguren garantiert haben, dass er diesen Kraftakt, dass er den aus den Superreichen Wohlhabende gemacht hat, dass er das politisch nicht überlebt. Im Wahlkampf war einer seiner wichtigsten Sätze, ich zitiere, wir müssen uns alle der alten Feinde erwehren, Wirtschafts- und Finanzmonopole, Spekulanten und rücksichtslose Banken. Sie alle betrachten die Regierung schon als ein bloßes Anhängsel ihrer Geschäfte. Die Regierung des Geldes ist genauso gefährlich wie die des organisierten Pöbels. Und im kapitalistischen Land der Erde hat dieser Mann die Wahlen gewonnen, 1936. Für den Inhalt der Spots sind die Parteien verantwortlich. Anstelle gewählter Repräsentanten werden ungewählte Regierungsmitglieder und ernannte Privatpersonen die Macht haben, das Stammkapital des ESM zu bestimmen und auf die Bundesfinanzen zuzugreifen, wie sie möchten. Der Gouverneursrat, der aus Gesandten der Finanzministerien besteht, handelt vollkommen unabhängig von den Regierungen und ernennt das eigentlich ausführende Organ des ESM, das Direktorium. Die Gouverneure ernennen je einen Direktor. Diese sind nicht gewählt. Sie können aus Denkfabriken, Banken und Versicherungen kommen. Es heißt lediglich, sie sollen über großen Sachverstand im Bereich Finanzen und Wirtschaft verfügen. Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit haben sie nicht. Josef Ackermann sucht vielleicht einen neuen Posten. Megaspekulant George Soros profiliert sich mit seinen Forderungen nach Freigeld. Das sind typische Profile solcher Akteure, die die EU für kompetent hält.